Wir bei uns in der nachhaltigen Lebensmittelverarbeitung glauben, dass die derzeitigen Ernährungssysteme auch im globalen Bereich bereits an ihre Grenzen stoßen. Wir müssen dringend innovieren. Hier arbeiten wir speziell an Mikroalgen und Insekten als alternative Quellen für gesunde Lebensmittel, aber auch Futtermittel. Und hier haben wir verschiedene Vorschläge zu bringen, um diese Quellen entsprechend nachhaltiger zu produzieren und entsprechend auch zu skalieren, um sie dann halt auch in die Gesellschaft zu bringen. Können Sie diese Produkte, die dort stehen, kurz vorstellen? Und mich interessiert die Frage, also ob die schon im industriellen Maßstab eingesetzt werden, diese Insekten. Ja, hier sehen wir verschiedene Produkte von verschiedenen Partnern, vorwiegend von der Firma Protix aus Holland, die bereits die Waffenfliegenlarven auch in einem kleinen Industriemaßstab in Holland produziert. Gemeinsam mit unserem Schweizer Partner, der Bühler AG, wurde hier ein neues Joint Venture gegründet, Bühler Insect Technology Solutions, die diese Lösung dann halt auch in größeren Maßstäben halt auch in Asien, aber auch in Europa industrialisieren möchten. Hier wird vorwiegend der Fokus gelegt auf alternative Futtermittelproteine aus Waffenfliegenlarven, um Fischmehl zum Beispiel zu ersetzen für den steigenden Bedarf für die wachsende Industrie der Aquakultur. Aber andere Möglichkeiten wären hier, diese Proteine für die Geflügelproduktion oder Geflügelzucht einsetzen zu können und dann halt nicht nachhaltigere Proteinquellen herauszuziehen und diese vorzuschlagen. Inwieweit können diese Insekten als Futtermittel dazu beitragen, dass die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nicht mehr ausschließlich auf Erntesteigerung basiert, basieren wird? Ein großer Vorteil von diesen Larven ist, dass sie Bioabfälle, die an verschiedenen Punkten unserer Wertschöpfungskette anfallen, verwerten können und daraus hochqualitative Proteine, aber auch Fette produzieren können. Eine konstante Steigerung, gerade hinsichtlich des steigenden Fleischkonsums allerdings, muss man hier kritisch bewerten. Unser Ziel ist es natürlich schon, nachhaltigeres Fleisch zu produzieren, aber trotzdem müssen wir uns global daran gewöhnen, dass wir weniger Fleisch essen.